Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Zurück mit seinem wundervollen Krieg gegen die Dänen. Boah, das ist so schrecklich. Nochmal da, Production Efficiency Typen. Ja, ja, ist wurscht. Der Krieg ist so elend. Wir hätten den nie machen sollen. Aber ich will auf jeden Fall Schleswig jetzt Holstein jetzt erobern. Wir haben den Vorteil gegenüber den Typen. Wir sind etwas mehr. Also naja, Truppen weiß ich nicht, ob wir mehr sind. Da reingehe, bin ich am 24. dort. Naja, da kämpfen wir nicht. Es mag noch so ausschauen, als würden wir kämpfen, aber wir kämpfen dort nicht. So, schauen wir mal, wenn wir das alles zurückerobern, vielleicht schaffen wir es ja, einen Frieden zu schließen. Der zumindest irgendwie positiv für uns ist. So, wir sollten da aufpassen, ob der Schwede auftaucht, der ist da irgendwo dazwischen. Der kommt das sicher her, um uns anzugreifen. Na, da ist er wieder. Komm schon, zieh deine da, Schwede. Lass mich diese Dänen alleine erledigen. Die 7000 dänischen Mann wären cool, wenn ich vernichten könnte. Das wird ziemlich gut zum Warscore passen. Wieder Ralf in Holstein, wie lange rennt denn der noch Holstein? Richtig zurückgedrängt. Gehst jetzt wieder in diese Richtung, finde ich gut. Mit etwas Glück kommt er da jetzt wieder rüber. Wir können ihn erledigen. Ein Sieg gegen diese 7000 Mann wäre schon sehr schön. Finde ich gut.
soll denn das? Feigling, komm rüber. Komm schon, schau. Ich bin gar nicht da. Ich versteck mich in Westjütland. Zurück. Hier wird doch gelacht. Nein, achso. Nein, du bleib da. Ich will mit denen da reden. Oh, komm schon, Holstein. Er gibt mir Holstein, ist das toll. Und sogar noch ein wenig Geld. Nicht viel, aber doch. Holstein dann zu einer freien Stadt machen. Ist das schön. Hier geht's da. Ja, hier geht's mal nach Wien. So. Ungarn ist supi belagert. Können wir Holstein eigentlich return provinces, click to return this province to Holstein. Finde ich gut. Holstein will ich sowieso nicht behalten. Und dann würde ich ganz gerne euch zu einer freien Stadt machen, weil is now Imperial Grace. This will greatly improve our relations at the cost of Imperial authority. Nein. Wieso können wir den Free Status nicht, Free City Status nicht? Wieso können wir nur 8 freie Städte haben? Verdammt, das war ein Fehler. Wieso können wir nur 8 freie Städte haben? Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Na gut, aber ist trotzdem besser jetzt, weil wir nur noch 2 oder 4 Provinzen haben, die nicht zum Empire gehören. So, und du kriegst was von mir? Nein, kein Spy Network. Machen Improve Relations mit dir. Nicht, dass ihr mir Hessen wählt. Gut, und als nächstes werden wir beginnen, den Krieg gegen Ungarn zu starten. Das wird schon belagert, gell? So, du gehst nach Wien auch. Geh mal nach Linz. Jetzt haben wir diese Truppen alle hier in der Gegend.
So, wie viele Flotten hat Ungarn eigentlich? Hat Ungarn überhaupt eine Flotte? Schaut nämlich irgendwie nicht so aus. So mal ganz nett, wenn sie keine Flotte haben. Dann machen wir mal Decline of Hungary. Oh, wir haben auch High Income, sehe ich gerade. Construction Cost minus 10%, Construction Time minus 25% für 25 Jahre. Ja, das können wir machen. Und dann fangen wir mit Buildings an. We have gained the restoration of Union casus belli against Hungary. They broke off from our personal union. Take the capital. War goal is to take this capital. Mal schauen. Ist das durch unsere Royal Marriage weg? Frage ich mich gerade. Nein. Das ist natürlich schlecht. Kann man die Royal Marriage brechen? Break Royal Ties. The glory of the dynasty is one of the top priorities. Ja, das ist uns schon klar, dass das eine Top Priority ist, aber so, wie ist denn das da? Ah, Urbino. So, hey, wir machen wieder ein Einkommen. Bist du irre? Wie viel Einkommen haben wir? Minus 16? Wieso sagt das dann der Plus? Root out corruption. Bist du irre? Okay. Bist du wahnsinnig? Das kostet Geld. Ich will gar keinen Krieg mit den Ungarn führen. Wenn das genauso teuer wird wie der hier. Andererseits, Ungarn wird jetzt einen Haufen Zeug gegen die Osmanen verlieren. Wir müssen den Krieg gegen Ungarn machen. Zwar am besten noch während sie im Krieg mit den Osmanen sind. Bis daher, du kriegst als Anführer, haben wir den Ketterer, der hat einen Siegsting. Ah, wir haben ungarische Flotten. Hier 1, 2, also 4 Galleys, 7
Lightships und zwei Transporter. So, wir bringen da mal unsere Schiffe zusammen. Die würden uns wieder wählen, finde ich gut. Gut, gehen wir noch einmal da rein. Bis zum Ende des Monats. So, wenn wir das nehmen, War Cabinet, dann würden wir da das erste Ding kriegen. Mehr Imperial Authority. Brauchen wir das oder sollten wir eher da weitergehen? Na, warte mal. Vielleicht sollten wir sogar warten, bis wir Stufe 5 sind. Andererseits nein, wir sollten möglichst viel erobern, dass der Osmanen nicht zu viel verlangen kann. Ja. Wieso haben wir so viel Corruption? Woher nehmen? Woher kommt die? So, was würde denn passieren, wenn wir denen jetzt den Krieg erklären? Achso, warte mal. Da kommst du wieder zurück. Nein, wir können ihm gar keinen Krieg erklären. Wir sind ein Regency Council. Ach, Gebiete. Na, okay. Was hast du jetzt gemacht? So ein Käse. So ein Käse. Dann können wir aber da geldmäßig ganz runtergehen. Außerdem machen wir mal die. Drehen wir mal die Force ab. Minus 5,11. Wie lang dauert das mit dem Dings mit der Korruption noch? Ich hoffe, die haben wir bald abgedreht.
haben, wir können das da bauen. Frühzeitig. Okay, gut, das ist uns egal. Wir haben keine Over-Extension. Wir haben Stabilität plus 2. Ah, das ist eher schwach. So, na gut. Dann bauen wir schon mal vor für die Zukunft. Bescheuerte Osmanen. Gefällt's gar nicht, dass ihr Ungarn so fertig macht. Machen wir mal. Verbessern wir mal unsere Beziehung zu Frankreich. Vielleicht hilft das ja was. Außerdem, das drehen wir auf, dieses Fort. Das steht direkt an der Grenze zu Frankreich. Und das Fort drehen wir auch auf. Das kostet zwar mehr Geld, aber was soll's. Jetzt alle bei mir durch. Na super. Aber geht das noch? Aber dann muss die Korruption weg sein. Warte mal, aber wir werden da. Die Inflation runtersetzen. Das wird uns auch ein bisschen helfen. So, na gut. Dann dauert es halt ein bisschen länger, um sie loszuwerden, die Korruption. So, ja gut, wenn wir da langsam machen könnten. Ah, sehr gut, sehr gut. Die Pfalz ist jetzt auch auf meiner Seite. Und wir kriegen im Monat plus 0,16 dazu. Kleinen Gewinn. Na, ihr sicher nicht. Ihr könnt mich gern haben, Osmanen. Am besten, ihr macht einen weißen Frieden mit Ungarn und gut ist. Huch, too many military leaders wie das. Okay, den Harzfeld können wir raushauen. Der bringt ja gar nichts.
Humanitarian Diplomatic sollten wir langsam raufkriegen ein bisschen. Ich weiß nicht. Doch. Das ist doch nicht so schlecht. Imperial Ambition. Plus 10% Imperial Authority Growth klingt gut. Nobles ally with foreign power. Das ist auch, klingt nicht gut. Nobility was not fully subjugated during this age and nobles could and did strike independent alliances with foreign princes. The crowns of Europe might not have liked it, but they were normally hard pressed to prevent these kinds of activities. They will pay for their treachery. Na super. We'll deal with them later. Nein. Ah, ich will kein Prestige verlieren. Ich habe eh schon so wenig. Variable Nobility wäre auch nicht schlecht. Ja, ja, ist okay. Warte mal, Urbino will eine Royal Marriage. Hm, ist okay. Ich fürchte fast, sobald der junge Mann alt genug ist, dass er auf den Thron steigt, wird es ein paar Typen geben, die seinen Thron haben wollen. Super, das habe ich klug gemacht. Ich hätte noch den einen einen Monat abwarten sollen. So, wen wollen wir als nächstes improven? Unsere Nachbarn mal. Ach, Polen. Warte mal, ist Polen eigentlich noch unser Verbündeter? Yep. Das hilft schon sehr. Das France. Verstehe mich nicht falsch, aber gegen Brittany und Kastilien. Nö. Okay, komm zurück. Haben wir da einen Claim eigentlich? Ja, da auch. Finde ich gut. Oder bin noch da einen Claim? Ja. So, warte mal, warte mal, warte mal. Wir haben dann noch einen. Genau, schauen wir mal. Sachsen möchte sicherlich Improved Relations haben. Na bitte, 509. Wird ja schon. Langsam war sicher.
nähert sich das Eichhorn. So, wie schaut das aus? Root out Corruption 0. Perfekt, wir machen, wenn wir so fahren, einen Gewinn von fast 4. Wir haben 2 Loans. Mit jeweils 234. Uff, wir brauchen einen Krieg, damit wir uns das zurückzahlen können. Huch, echt jetzt? Da sind wir schon so hoch gewesen. Vielleicht könnten wir... das sind immerhin 76 Euros. Oder halt Gulden oder was auch immer. Von uns. Oh, plus 14 Jeli. Ah ja. Das können wir schon noch mal machen. So, das eine oder andere Mal kann man das schon machen. Dafür improven wir wieder viel bei ihnen. So. Da irgendwas machen. Generalship geht. So, Mailand. Meeting of Improved Relations. Kann man eigentlich Salzburg auch irgendwie erben? Es kommt erst relativ spät nach Österreich, soweit ich mich entsinnen kann. So, irgendjemand hat ein unlawful territory. Monat.
Warte mal, warte mal. Du hast Mainz erobert. Bist du wahnsinnig? Das ist einer von den Dings, einer von den Elektro. Ja, war einer, der mich nicht gewählt hat, also so gesehen. Vielleicht könnte man jemand anderen zum Elektor machen. So, minus 0,1, wenn wir nur 6 Elektoren haben. Na gut, das heißt, wir müssen irgendeinen zum Elektor machen, einmal. Nachdem wir meint, so nicht kriegen. Wir müssen irgendjemanden zum Elektor machen, der möglichst schwach ist. Mantua. Und der uns mag. Mag uns Mantua? Nein. Mag uns Lüneburg? Nö. Holstein dürfte uns mögen. Machen wir Holstein zum Elektor. Wieso nicht? So, schauen wir mal. Holstein würde uns nicht wählen. Sag mal, spinnt ihr? Ihr existiert nur, weil ich euch. Weil ich euch. Geht's euch noch gut eigentlich? Weil ich euch befreit habe von den verdammten Dänen. Außerdem sollten wir langsam das Spiel aufhören. Wir haben schon 37 Minuten und verdammt. Okay, Herrschaften, dann wünsche ich euch einen schönen Nachmittag, Abend. Bis dann.